Hallo Community, hier sind wir wieder, der Matthias, der Micha, der Julian ist diesmal im Harz bei der Oma in den Ferien, deswegen sind wir nicht dabei. Vielen Dank für die vielen Likes und ausführlichen Kommentare und Glückwünsche zum Ausrichten der Nationals. Wir haben gefragt, was ist eure Meinung zu Commander Anthology Volume 2 und die Vorfreude ist gigantisch. Also man sieht nochmal, also mega viele haben da richtig Bock drauf, ne, und freuen sich total drauf, da wieder an die Decks ranzukommen. Teilweise holen sich die Spieler Decks auch zusammen, ne. Ja, Thema dieser News ist allerdings Infos zu Battleborn. Das sind ganz viele Karten, die wir vorstellen können. Richtig cool. Also jetzt geht Battleborn. Ich freue mich total drauf. Also jetzt auf jeden Fall. Mega geil, Leute. Ne? Ja, und wir haben noch Infos zu den Herbst-Releases, was uns da erwarten wird im Herbst und auch im Frühjahr nächsten Jahres. Und wir haben natürlich noch mal richtig coole Infos zu den Nationals. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, aber zuerst gibt es natürlich wieder einen Gewinner, und zwar das Package der News 20. Das geht an den Michi Z. Meyer. Herzlichen Glückwunsch. Und auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder ein Ultimate Guard Sponsored Package. Da macht ihr mit, wenn ihr dem Kanal ein Abo gebt, das Video liked und kommentiert. Und wir füllen die Hipster Bag diesmal mit einem richtig coolen Item, und zwar einem Flippentray Xeno Skin Deck Case 160 Plus. Da passen also zwei Decks rein und so weiter. Richtig cooles Teil. Und Supreme Sleeves dürfen natürlich auch nicht fehlen, damit ihr eure Karten nicht beschädigt. Also macht da mit. Wir wünschen euch viel Glück. Ja, und dann gibt's Aktuelles, denn jetzt am 27. Mai haben wir wieder Trader Liga. Das wird richtig cool werden. Ne? Zuletzt waren über 240 Spieler da. Die bieten euch Standard PPTQ, Modern und Legacy MKM Trials mit Deutschlands größter monatlicher Preisausschüttung. Also da haben wir jetzt auch mal Fotos von den Preisen, die es geben wird. Ne? Also alles richtig cool. Und ja, mega toll ist, dass wir die einzige monatliche Veranstaltung sind. Dank eurer Mithilfe haben wir es geschafft, dass wir ein Premium Sanction Event im Bereich Modern und Standard sind. Da bekommt ihr viermal Planeswalker-Punkte. Also das Turnier da mitzumachen zählt viermal mehr als bei einem regulären Sanction-Tournament. Also da lohnt es sich richtig, in die Punkte zu spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr mal auf solche Sachen anpeilt, wie bei den Nationals, da teilzunehmen. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, sehen wir uns in Dulmen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Kommentaren. Das ist auch ein bisschen mehr, weil die Fragen sich gehäuft haben. Gehen wir mal schnell drauf ein. Schroti fragt, startet man bei Commander am besten mit einer Decklist aus dem Internet oder mit fertigen Decks von Wizards? Ja, würde ich sagen, letztendlich sind die fertigen Decks ja einfach nur eine Hilfe, um zu sagen, ich möchte Commander spielen, ist das mein Format, lege ich los. Kann man sich mit Freunden teilen, haben wir auch schon gelesen. Viele werfen einfach das Geld zusammen und so hole ich dann eine Box und teilen das dann durch vier. Ansonsten hängt es natürlich einfach vom Kartenpool ab. Also man kann ja mit aus seinen eigenen Decks auch Commander-Deck bauen, also da sind euch keine Grenzen gesetzt. Vor allem, weil Karten, so Listen aus dem Internet meistens ja dann auch toll. Sowas. Ja. Also Board Eurodex. 2. Norman Reimisch. Seid so gut und spielt Commander in Folge 2 wieder zu viert oder stellt das Match auf YouTube. Ich habe das erste schon fünfmal gesehen. Ist sehr unterhaltsam, lustig und spannend. Ja, haben wir auch Bock drauf. Aber ich glaube, wir werden Brawl den Vorzug geben müssen, weil beides ja am gleichen Termin erscheint. Da werden wir einfach sagen, wir können nicht alles bedienen. Und da haben wir gesagt, Battlebond. Ne? Und damit wollen wir dann spielen. Und deswegen wird Commander Anthology 2 da warten müssen, gucken, ob wir es schaffen. Michael Simmacher fragt, sind die Commander Anthology 2 Boxen limitiert? Ja, ganz wichtige Info, das sind sie. Also wenn ihr die Box haben wollt, dann wartet nicht zu lange, denn die Preise werden unserer Auffassung nach hochgehen. Ne? Also da ist es nicht so stark wie die Challenger-Decks, aber definitiv sind die Boxen limitiert. Das heißt, ja, wartet nicht zu lange. 4. Wandering Ones. Wie kommt man an die Promo von den Nationals? Da kommen jetzt die Nationals-Fragen. Muss man mitspielen oder muss man gewinnen? Ja, es wird so sein, jeder Teilnehmer der Nationals bekommt die Promo. Ansonsten haben wir noch ein weiteres Kontingent an Flooded Strand Promos, hochwertige Vollkarte, die wir in allen weiteren Events zur Verfügung stellen. Aber da wird nicht jeder Teilnehmer eine bekommen können, sondern man wird halt die Karte erst spielen können. Wie genau, das teilen wir euch noch mit. Aber egal, ob ihr dann irgendwie Commander spielt oder irgendwie ein Standard später oder irgendwas, also ihr habt in jedem Format die Chance, da die Promo abzugreifen. Auch das ist mega cool für die Nationals da. Ja? Okay, die Brechstange fragt, muss man volljährig sein, um bei den Nationals mitzumachen? Da ist die Antwort, Side-Events kannst du zocken, wie du lustig bist, ne? Aber bei den Nationals, also dem offiziellen großen Main-Turnier,
Spiel ist es so, da müsstest du volljährig sein. Es geht aber auch, wenn eine Aufsichtsperson da ist, die halt ein Erziehungsberechtigter ist und du musst eine Erlaubnis haben, so praktisch ein Dokument uns unterschreiben. Das stellen wir aber noch, lassen wir gerade mit Wizards of the Coast einmal abgleichen und da stellen wir die Infos auch noch rechtzeitig online, aber dann dürfen entsprechend auch Minderjährige an den Nationals an sich teilnehmen. Alex PP fragt, welche Side-Events außer den Last Chance Qualifier gibt es denn noch, beziehungsweise wo kann man sich dafür anmelden und laufen die Side-Events auch über 3 Tage oder gibt es Events und wo reicht es nur ein Tag vor Ort zu sein, würde da halt gerne an einem Standard-Turnier mitmachen. Standard-Turnier können wir schon sagen, wird am Sonntag stattfinden, ne? Entsprechend da als großes, alle Side-Events gehen immer nur über einen Tag, das Nationals ist das einzige Turnier, was über 2 Tage sich zieht, ansonsten werden an allen 3 Tagen Side-Events stattfinden. Einen genauen Side-Event-Plan wird es auch geben, da arbeiten wir aber den gerade noch aus, gibt es noch ein bisschen Zeit, auch da kommen die Infos in Kürze. So viel dazu. Was ist über die Woche passiert? Ja, Julian und ich haben Dominaria Planeswalker Duell Deck gezockt. Da ist wieder eine Verlosung mit dabei. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da rein. Ist auf jeden Fall cool. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den News. Da gibt es viel zu erzählen. Wir starten noch einmal direkt mit den Nationals. Und zwar, Trader richtet die Nationals aus. Das wird der Mega-Community-Event vom 17. bis 19. August. Da geben wir euch hier wöchentliche Info in den News. Es wird im Ruhrgebiet stattfinden, in Marl in der La Victoria Eventhalle. Es wird eine Voll-Promo-Karte geben. Und wir nehmen die Trader Liga August inklusive Standard-PPTQ rein. Und es wird sehr viele Side-Events geben. Wir haben Ultimate Guard als Sponsor mit an Bord. Die machen einen Price Support für die Nationals, fürs Liga-Event und für die Side-Events. Die werden selber vor Ort sein, mit einer Überraschung, die wir gleich bekannt geben werden. Und einem mega coolen Unique Nationals-Item. Also das geben wir gleich bekannt. Blackfire wird als Hersteller da sein, mit Produkten und als Sponsor anwesend. Ebenfalls mit dem Unique Nationals-Item. Snapcaster wird anwesend sein, mit Sonderaktionen vor Ort. Auch sehr, sehr cool. So, und jetzt können wir sagen, zum ersten Mal weltweit, das ist das Ultimate Guard Unique Nationals Item, wird es Nationals Caps geben. Da zeigen wir euch hier schon mal die Fotos von. Die können auch ein bisschen abweichen in Farbe und Funktion, aber praktisch so werden die Dinger aussehen und sowas gab es halt noch nie. Da seht ihr, so, wir geben das ja immer so. Es gibt auch noch coole weitere Infos, die dürfen wir nur noch nicht sagen. Aber diese Caps wird man nur bekommen, wenn man an den Nationals teilnimmt oder wenn man auf einem Side-Event mitgespielt hat. Da wird man so sehr ähnlich wie die Vollpromokarte erst spielen können. Das ist halt eine Sache, das Ding ist nicht kaufbar, es ist ein limitiertes Item, es gibt es in mehreren Farben, damit das Ding also auch sammeln können und es ist ein Bekenner-Cap, das kann man sagen, ich war dabei. Ne? Also ihr merkt schon so vom Feeling her, es wird ein richtig cooles Event. Also diesmal können wir sagen, es gibt Nationals-Caps und sowas gab es noch nie. Das gibt es jetzt in Deutschland, dann bei uns dann zum ersten Mal. Finde ich richtig cool, ne? Und auch vielen Dank an den Support von Ultimate Guard. Okay, so, jetzt wollen wir aber mal zu Battleborn übergehen. Vorverkauf, haben gesagt, ist gestartet, also da könnt ihr euch die Boxen sichern und es wird eine interessante Serie, denn jetzt kamen Infos zu Karten und zu Fähigkeiten. Mhm. Ne, wir können nochmal ganz kurz eben zusammengreifen, es ist ja eine Serie, ein Set für Design für Tour the Giant. Jeder Spieler benötigt aber sein eigenes Deck. Ihr teilt euch einen gemeinsamen Lebenspunktestand von 30. Sollte einer von euch Lebenspunkte dazuhalten oder verlieren, so gilt das für das Team insgesamt. So viel ganz kurz zu den Regeln. Man ist ja mit seinem, wenn wir bei der ein Team werden, dann teilen wir uns den Zug, das heißt wir agieren gleichzeitig, ziehen gleichzeitig, greifen gleichzeitig an und so weiter und so weiter. Jeder hat aber seine eigenen Länder und eigenen Kreaturen. Ne? Und da ist also jetzt aber von den Begrifflichkeiten, die wir auf den Karten finden, ist ja rein englischsprachig, gibt es einen neuen Begriff, Your Team. Das heißt, das bezieht dann uns beide. Wenn man so eine Karte mal alleine spielen sollte, dann bespielt es nur mich. Ne? Und wir haben dann die neuen Fähigkeiten, das stellen wir gleich Karten vor, wir gehen gleich zu den Karten. Neue Fähigkeiten sein wird Partner With, das heißt mit einem anderen. Und wir haben Assist, also assistieren. Und wir haben Support, also Beistand. Das gab schon mal ein alter Wächter, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt rutschen wir hier mal ein bisschen näher zusammen und dann schauen wir mal auf die Karten, was wir denn da haben. Also ich war total begeistert heute, als ich mir den Spoiler angeschaut habe oder was schon da ist, denn anfangs waren in den Kommentaren so ein bisschen so, ja, irgendwie so eine Sache ist wie Conspiracy oder was, wo irgendwie keine Karten dabei sind, die halt reguläre Spieler ansprechen und es ist ein richtiger Knaller drin.
Also ich fange mal erstmal mit den richtig wertigen Karten an, die drin sind. Ja. Ja, ne? Wir haben die Doubling Season ist mit dabei. Das ist ein Enchantment, was uns einfach die Tokenanzahl oder verdoppelt. Ne? Also wenn ein Effect create one or more tokens under your control, it creates twice that many of those tokens instead. Ne? If an effect would put one or more counters on a permanent you control, puts twice that many of those counters on a permanent instead. Das ist eine richtig teure Karte, auch fürs Legacy-Format oder auch fürs Modern-Format, die jetzt einfach wieder da ist. Das heißt, da habt ihr die Chance, die im Booster zu ziehen. Das ist richtig cool. Ebenso wie eine Karte, die teuer geworden ist, auch mit einem schönen Artwork. Lantex, die ist wieder eine Legacy-Karte. Enchantment, at the beginning of your upkeep, if an opponent controls more lands than you, you may search your library for up to 3 basic lands, cards reveal them, put into your hand, then shuffle your library. Also auch cool, dass man an sowas wieder rankommt. Genau wie auch True Name Nemesis. Richtig teure Karte aus Commander entsprechend drin. Die sagt, für 2 blaue, ein farbloses Mana, 3-1 Kreatur, Mehrvolk. As True Name Nemesis enters the battlefield, choose a player and then True Name Nemesis has protection from the chosen player. Das ist eine Fähigkeit, die hat nur diese Karte und das ist richtig böse. Ne? So, aber das ist noch nicht gewesen, denn ich habe schon entdeckt, Vigor ist auch mit dabei. Als Rare-Karte, ist auch richtig teure, fette Rare-Karte, als Elemental 6 Mana 6-6 Trample, if damage would be dealt to another creature you control, prevent that damage, put a +1/+1 counter on that creature for each one damage prevented this way. When Vigor is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner's Library, also auch eine Karte, die ist also wirklich auch gespielt worden, wird auch weitergespielt werden. Schön, dass man da einfach über einen Booster, über einen Lucky Booster Draw, die ist ein Rare Slot, da wird wiederbekommen können. So, springt mich noch irgendwas an? Soul of Temptation. Ja, Soul of Temptation ist mit dabei. Auch eine teure Karte, war zuletzt in Masters drin. Hier wieder auch Turnierkarte, 2 blaue, 2 farblose, 2/2 Fairy Wizard. Fliegend, when Soul of Temptation enters the battlefield, gain control of target creature for as long as Soul of Temptation remains on the battlefield. Ne, nimmt uns was weg, nimmt den Gegner was weg. Direkt daneben im Spoiler sehen wir Diabolic Intent, auch ein sehr schöner, teurer Tutor. Der ist wieder da, ist auch mit neuem Artwork, sehr schön. Ein schwarzes, ein farbloses, eine Sorcery. As an additional cost to cast a spell, sacrifice a creature. Und dann search your library for a card and put that card into your hand, then shuffle your library. Also sprich, der holt uns alles, was wir brauchen, auf die Hand. Super geil, dass er wieder mit dabei ist. Ne? Dann haben wir auch nochmal, wurde ja schon öfter geprintet, aber eigentlich der beste weiße Kreaturen-Removal als Ankamm-Karte, Swords to Plowshares, ein weißes Mana, Instant, Exile Target Creature, it controllers gains life equal to its power. Ne? Also da können wir auch auf eine eigene Kreatur spielen, wenn wir uns Lebenspunkte generieren wollen, ne? Aber so ist der da entsprechend im Ankamm-Slot auch mit drin. Ich schaue nochmal eben schnell durch, aber das waren auch die Reprints der bekannten, schon existierenden, teuren Turnierkarten. So, Länder haben wir schon vorgestellt. So, jetzt kommen wir mal zu den Karten, die jetzt neu sind in Battleborn. Auch richtig cool. Und dann können wir auch ein bisschen was zu den Fähigkeiten erzählen, die da laufen. Sollen wir mit dem Arena Rector anfangen? Also warum nicht? Rare, fangen wir mit dem Arena Rector an. So, was kann er denn? Ein weißes, 3 farblose, Human Cleric, 1/2. When Arena Rector dies, you may exile it. If you do, search your library for a Planeswalker card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. Boah, das ist ja krass. Ne? Okay, jetzt muss ich sagen, in welchem Format außer in Battleborn wird die Karte denn legal sein? Die wird dann ja im Legacy-Format legal sein. Wird ja nicht im Modern-Format legal sein. Richtig? Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Man muss ja noch irgendwie gucken für Commander, aber auf jeden Fall. Der Commander geht alles da. Ja, genau. Ne? Also sprich, für Commander wird man spielen können, aber ich denke, die Karte wird fürs Legacy-Format legal sein. Gut, aber schreibt es in die Kommentare, falls wir uns irren. Ne? Wir lesen es und andere lesen es ja auch, wie wir gemerkt haben. So, jetzt kommen wir direkt daneben zu einem neuen Planeswalker. Es sind 2 neue Planeswalker. Ich lese sie mal vor, dann kannst du was zu den Fähigkeiten sagen. Ja. Okay, wir haben Will Kenreed für 2 blaue, 4 farblose, ein legendärer Planeswalker, Will, mit 4 Loyalitätsmarken, kommt da rein und sagt dann für +2, until next turn, up to 2 target creatures each have base power and toughness 0/3 and lose all abilities.
Also er macht das also direkt auf zwei Kreaturen, verlieren alle Fähigkeiten, werden 0-3. Für minus 2, was man also auch direkt einsetzen kann, wer Target Player draws 2 cards up, until your next turn, instant sorcery and planeswalker spells that player cast cost 2 less to cast. Also man zieht zwei Karten und bis zum nächsten Zug werden spontan zwei extra rein und planeswalker Sprüche, wie der Spieler spricht, 2 generische Mana günstiger. Ultimate Fähigkeit minus 8. Target Player gets an emblem with whatever you cast an instant or sorcery spell, copy it, you may choose new targets for the copy. So, und dann steht hier was drauf, Partner with Ronan Kenreed und will Kenreed can be your commander. Was heißt denn Partner with Ronan Kenreed? Ja, Partner heißt, dass wenn man Two-Headed Giant spielt und jemand diese Karte ausspielt, dann darf sein Partner die benannte Karte aus seiner Bibliothek suchen und auf die Hand nehmen. Ja, und das ist die richtig coole Fähigkeit, dieses Partner with. Ja. Da haben wir also ganz viele Karten drin, weil man stimmt ja die Decks aufeinander ab, ne, dass sie sagen, okay, du hast halt den Will Kenreed drin als blaue Karte. Ich habe in meinem Deck dann den Rowan Kenreed, dann kommen wir mal zu der Karte. Und wenn du deinen spielst, darf ich meinen spielen. Wir sehen hier beim Rowan Kenreed. Ja, nicht spielen, auf ja, die Hand nehmen. Auf die Hand nehmen, ich darf aber da auch, darfst du auch direkt spielen, auch aus der Library raussuchen. Und ist ja auch mein, also wir spielen ja gleichzeitig, wenn ich das Mana habe, kann ich in dem gleichen Zug auch noch spielen. Ne? Andersrum wäre es genauso, denn wir sehen hier unten schon beim Rowan Kenreed Partner with Will Kenreed. Ne? Also da wäre es genauso, wenn ich den, das ist ja, wir sind ja beide in unserem Zug und können, dürfen uns auch in die Karten schauen, dürfen auch quatschen, dürfen auch bluffen, wenn wir wollen. Ja, klar. Mit dem anderen Team so, sollen wir den Rowan jetzt schon spielen oder warten wir noch? So irgendwas, ne? Keine Ahnung, wir können auch bluffen. Wird auch definitiv lustig, also mit dieser Partnerfähigkeit zu spielen und halt, ne, wenn ich halt entsprechend meinen zuerst spielen sollte, kannst du deinen aus der Library rausholen, zack, kannst du eine Mana aus auflegen. Super cool. So, was kann denn der Rowan? Zwei rote, vier farblose Legendary Planeswalker Rowan, kann auch viele Realitätsmarken und sagt für plus 2 during Title Players next turn each creature that players controls attacks if able. Okay, muss alles angreifen. Für minus 2 Rowan Kenreed deals 3 damage to each tapped creature Target Player controls. Okay, ne, dann schießt er mal praktisch alles weg oder wird auf jeden Fall viel wegschießen. Und für minus 8, Target Player gets an emblem with whenever you activate ability that isn't a mana ability, copy it, you may choose new targets for the copy. Oder also, dann kopieren die beide alles. Ja, die helfen sich ja dann gegenseitig. Ne? Der eine macht die zu 0-3 an und der andere schießt dann 3 Schaden an den Kreaturen. Ja. Also die helfen sich noch gegenseitig, richtig schön gegenseitig, die sind schön aufeinander abgestimmt. Schön. Ich finde sie toll. Ja, das ist auch richtig cool. Also weil das haben die ganzen Partnerkreaturen, das sind immer diese Paare da. Ne? Es wurde auch zuerst, haben sie geschrieben, die werden oftmals auch zusammen im Booster. Das haben sie mittlerweile jetzt nicht mehr geschrieben. Ja. Ich denke mal, dass es in Anführungsstrichen eine Falschmeldung war. Gerade bei den Rares sollten wir so sagen, das kann nicht sein. Vielleicht haben sie noch irgendwelche Ankampf, die wir nicht gesehen haben, aber ne, also da müssen wir schauen, wie es sich denn verhält. Ja, noch eine ganz kurze Sache zu der Partnerfähigkeit. Die hat auch noch was Gutes für die Commander-Spieler, nämlich wenn die Partner haben, dann dürfen die auch zusammen der Commander sein. Ah, okay. Das ist ja die Partnerfähigkeit, gab es ja schon mal. Ja. Und dann geht das jetzt auch wieder, dass wenn das Partner sind und die beide legendär sind, dann dürfen die auch zusammen der Commander sein. Das heißt, wenn ich Commander spiele, dann habe ich beide Karten in der Hand? Beide Karten. Oder ich spiele einen und hole den anderen raus? Nee, beide Karten in Commander-Sonne. Okay, alles klar. Gut, also das ist auch eine wichtige Änderung. Deswegen steht da sogar bei denen drauf, können wir, dass sie Commander sein können. Hm? Das heißt, man darf beide davon direkt in der Kommandozone haben. Okay. Gut, dann gehen wir mal auf eine schwarze Mythic Rare. Archfiend of Despair für 8 Mana, 2 schwarze, 6 farblose. Ist das ein 6-6 fliegender Dämon, der sagt, your opponents can't gain life. Deine Gegner können keine Lebenspunkte bekommen. Also auch immer, alles auch cool für Commander Multiplayer. So, ne? Ist auch wirklich eine coole Multiplayer-Edition. Und at the beginning of each end step, each opponent loses life equal to the life that player lost this turn. Ne? Wobei du ja... Das ist ganz interessant, weil wir nehmen mal an, der greift an und greift macht 6 Schaden. Dann haben, dass wenn du 2 Gegner hast, haben beide 6 Leben verloren. Das heißt, beide verlieren nochmal 6 Leben. Das heißt, das Team würde danach nochmal 12 Leben verlieren. Das okay. Sagt ja auch each opponent, nicht nur target opponent. Yeah. Deswegen verliert jeder Gegner nochmal so viele Leben, wie er bereits verloren hat. Okay. Und da beide 6 Leben verloren haben, verlieren die beide nochmal 6 Leben. Okay, ja, verstehe ich. So, Land Texture Resonance haben wir gehabt. So, jetzt können wir ein bisschen dazu übergehen, was du denn vorstellen möchtest, wenn du sagst, das ist eine spannende Karte. Ich habe auch noch welche. Hast du schon ein paar rausgesucht?
Hier haben wir was mit Assist. Das ist ja, die Fähigkeit. Wir haben Play of the Game für 2 weiße, 6 farblose Sorcery mit der Fähigkeit, also Exile all non-land permanents, also alles außer Länder weg, und mit der Fähigkeit Assist. Das ist auch neu im Battlebond, wo sagt, ein anderer Spieler kann bis zu 6 generische Mana helfen, dir zu bezahlen. Mhm. Ne? Ist auch wieder eine coole Fähigkeit, haben wir in allen möglichen Varianten. Und das ist auch eine coole Sache für Multiplayer, nicht nur auf Battlebond gemünzt, sondern für eine Multiplayer-Runde. Da kann man diese Karten ja mit reinbringen, also gerade auch für die Küchentisch-Magic-Spieler. Denn ich hatte mir mal rausgeschrieben, was ich super spannend finde, ist, wie diese Karten mit Assist gespielt werden. Denn ja. Du bestimmst den Spieler erst, nachdem du die Karte mit Assist aufgedeckt und alle erforderlichen Entscheidungen getroffen hast, inklusive der Ziele. Also kannst du sagen, der Spieler soll mir helfen. Genau. Ne? So weiß der andere Spieler, worauf er sich einlässt. Falls der Spieler, das finde ich sehr interessant, falls der Spieler nicht bezahlen will, kannst du den betreffenden Zauberspruch entweder ganz auf deine Kappe nehmen oder dich dazu entscheiden, ihn zurückzunehmen und doch nicht zu wirken. Mhm. Und das finde ich eine richtig coole Multiplayer-Fähigkeit, wo du sagen kannst, und dann wissen die Leute schon, ey, die Karte kommt gleich raus. Ne? So, wer will? Das muss halt nicht der Freund machen. Das kann auch in einer ganz normalen Commander-Runde einfach einer der Gegner machen. Ja, ja. Und da haben wir also auch mehrere Karten, die sowas machen, und das ist richtig, richtig Bombe. Das gibt auch mal diesen Brettspiel, diesen Interaktionscharakter, den es ja bei Conspiracy Takes a Crown auch gab, irgendwie mit dem Monarchen. Also das fand ich schon richtig cool. Und hat erst der Monarch alle Attacke immer drauf. Also das gibt einfach diese Interaktion in der Gruppe. Das ist richtig cool. Was ich noch ganz gerne vorstellen würde, ist, das ist zwar keine Rare-Karte, aber ich finde die Interaktion bei den beiden auch sehr cool. Ja. Aber das ist noch so da Partner. Haben wir eine Partnerfähigkeit. Wir haben Proud Mentor, ein weißes, 2 farblose, 1-1 Human Warrior. Der sagt für ein weißes Tap Target Creature und Partner with Impetuous Protégé. Ne? Und der Impetuous Protégé sagt dann für ein rotes, 2 farblose, es ist ein 0-4er Human Warrior, entsprechend Partner mit Proud Mentor, also sprich, wir haben erklärt, kann man den anderen immer dann rausholen lassen. Ne? So, whenever Impetuous Protégé attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the greatest power among tapped creatures your opponent controls. Ja, das heißt, der eine, der sagt, dein Partner in der Runde, kann eine Kreatur vom Gegner tappen und der Protégé kriegt beim Angreifen den Angriff der höchsten getappten Kreatur, die man dann natürlich ausgewählt hat vorher. Das ist richtig cool. Jetzt denke ich mir gerade, was ist denn, wenn ich alleine spiele? Was ist denn, wenn ich, weil es sagt ja irgendwie, when this creature enters the battlefield, target player may put a proud mentor into their hand from their library, then shuffle. So. Kann ich das auch nur fast alleine beides spielen in meinem Deck? Steht ja nicht dabei Other Target Player. Also genau, das kann man auch alleine spielen. Kann man auch das alleine spielen. Also wenn ich genug Mana habe oder so, dann könnte man auch die Kombo in sein eigenes Deck packen und holt sich dann damit die andere Karte auf die Hand. Ne? Okay, wir haben noch eine Fähigkeit. Friend or Foe ist noch neu. Keine Fähigkeit, aber Begrifflichkeit. Begrifflichkeit, okay. Die können wir vielleicht an Pierce Wimp, das ist ein Zyklus, also es gibt es durch alle Farben einmal. Ne? Hier haben wir den Grünen entsprechend vorgestellt. Der sagt für ein grünes, 3 farblose Hexerei-Sorcery, for each player choose Front oder Feind, Friend or Foe. Each friend searches their library for a land card, puts it onto the battlefield tapped, then shuffle their library. Each foe sacrifices an artifact or enchantment they control. Ja. Das heißt, man muss für jeden Spieler auch für sich selber sagen, Freund oder Feind. Mhm. Und dann machen erst alle Freunde ihren Effekt durch. Also sie suchen sich gleichzeitig ein Land raus aus ihrer Bibliothek und nehmen es dann auf und packen es aufs Battlefield. Und dann macht jeder Foe das, was auf der Karte steht. Also Sacrifice, ein Artifact oder Enchantment. Okay. Ganz wichtig noch, zwischen diesen beiden Aktionen, Feld und Foe, kann man nicht noch irgendwelche Fähigkeiten aktivieren. Also die müssen sofort nacheinander abgehandelt werden. Okay. Alles klar. Ja, dann so mit so die Top-Card so von der Partnerfähigkeit. Das sind ja hier der Pier und der Toothy. Ja. Ein bisschen, das können wir auch noch mal kurz vorstellen. Haben wir beides Legendary Creatures. Wir haben Pier, Imaginative Rascal für ein grünes, 2 farblose, legendäre Kreatur, Human, 1-1. Der sagt, if one or more counters would be put on a permanent your team controls, that many plus one of each those kinds of counters are put on the permanent set. Das heißt, also ganz egal, für das Team, wenn ein Counter drauf kommt, kommt das Doppelte drauf.
Plus 1, okay, gut, dass du mitliest. Ne? Und der partnert Miss Tucci, den imaginären Freund. Oh, sehr lustig. Ne? Tucci, der imaginäre Freund, ist halt dann eine Illusion. Legendäre Kreatur für ein blaues, drei farblose. 1-1, der partnert entsprechend mit dem Pier. Also wie gesagt, haben wir gerade erklärt. Mhm. Ne? Wenn es einer rausgefunden spielt, darf der andere sich die Karte aus der Library auf die Hand nehmen. Und der sagt immer, wenn du eine Karte ziehst, lege ein +1/+1 Counter on Tucci, den imaginären Freund. Und wenn Tucci das Spielfeld verlässt, ziehe eine Karte für jeden +1/+1 Counter auf ihn. Mhm. Ne? Und er wird ja direkt durch den Pier verstärkt. Ja, sehr stark auf jeden Fall. Und kann man natürlich dann auch wieder im Commander als zusammen Partner-Commander spielen. Ja, okay. Der Partner kann man, sind beides legendäre Kreaturen, kann man als Commander spielen, beide. Schön. Okay, gut. So. Noch mehr? Gibt ja viel, ne? Also insofern eine mit Assist könnten wir dann nochmal vorstellen, ne? Ja. Haben wir da oben irgendeine? Assist haben wir gerade, Play to the Game haben wir gerade. Ich meine auch, ne? Support. Ja. So. Ich sehe gerade noch kein Support. Support war das unterstützt mit dem Mana, ne? Nee, das war Assist. Das Support war Assist. Ach, Support ist Counter drauflegen, ne? Genau. Okay, ja, alles klar. Da können wir ja auf den Expedition Raptor gehen. Ja. Das ist allerdings eine Kammenkarte, ne? Ja. Okay, wir haben diese Fähigkeit ja schon mal gehabt. In Alter Wächter entsprechend. Support ist einfach, hier haben wir den Expedition Raptor. Zwei weiße, drei farblose, ein Vogel, 2/2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, hat er Support 2. Das heißt, wir legen eine +1/+1 Counter auf bis zu zwei andere Zielkreaturen. Ja. Ne? Da darf nicht er selber sein. Und dann können wir gucken, wo die draufpacken. Kann natürlich dann auch wieder schön bei Tour the Giant halt auch der Kreatur vom Partner sein. Ja. Also Kreatur vom Mitspieler. Genau. Ist halt sehr schön für die Edition. Okay. Dann würde ich sagen, die Länder haben wir schon vorgestellt. Ne? Die Partnerländer. Ohne Nachteil, wir nehmen nochmal eins kurz exemplarisch raus, weil das ist auch nochmal ein Highlight der Edition, finde ich. Nehmen wir mal Grün-Weiß jetzt hier, Bountiful Promenade nochmal ganz kurz. Ne? Kommt ins Spiel getappt, außer man hat zwei oder mehr Gegner. Das heißt, das ist für dich ein super Doppelland. Design für Multiplayer-Partien, weil es dann einfach keinen Nachteil hat. Ne? Es gibt einfach grün oder weißes Mana, finde ich richtig, richtig Bombe. Ist halt sehr speziell, geht halt richtig sich wirklich an die Küchentisch-Magic-Spieler im Endeffekt oder wirklich die Multiplayer, aber das haben wir hier entsprechend in Weiß-Grün, in Schwarz-Rot, in Grün-Rot, in Weiß-Blau und in Blau-Schwarz, also in den befreundeten Farben. Ne? Und das finde ich also richtig, richtig cool. So, wir hoffen, wir haben euch da einen Einblick geben können, ne? Also dass Battlebond doch richtig gut wird, dass es also coole Fähigkeiten hat, dass es auch wirklich was für die nicht nur auf Battlebond bedachten Spieler ist, ne? Sondern wirklich auch, wenn man sagt, ich will mal mitspielen, will vielleicht ein paar Packs aufreißen, um dass man auch wirklich die Chance hat, da coole Reprints zu ziehen von teuren Modern oder Legacy-Karten. Ich finde, haben sie sehr gut gemacht, sehr sorgsam ausgewählt, auch von den Raritäten, dass man die Chance hat, da wieder ranzukommen. So gesehen ist da wirklich für jeden was dabei. Okay, so viel dazu. Nächste Woche noch ein bisschen mehr, denke ich mal. Können wir auch noch ein bisschen vorstellen. Es sind ja noch nicht alle Karten veröffentlicht. Es gibt bestimmt noch einen Kracher zum Ende. Ne? So, jetzt kommen wir aber noch dazu, zu den Releases Herbst 2018, Frühjahr 2019. Es war Ankündigungswoche. Und da können wir schon mal sagen, was kommt denn noch zusätzlich zu den Editionen ab Herbst? Wird es geben, Gilden von Ravnica wird am 5. Oktober 2018 erscheinen. Also es geht zurück nach Ravnica. Das heißt Multicolored, ne, Serien, Gilden, die es früher in Ravnica oder Rückkehr nach Ravnica schon gab, werden wieder aufleben. Das jetzt nur vom Termin her, was euch erwartet. Es wird ein 259-Karten-Set sein. Dazu wird es neu, es wird ein Gilden-Kit geben. Also so ähnlich wie es jetzt zum Hauptset, da entsprechend wieder 5 Planeswalker-Decks geben wird, wird es dann Gilden-Kits geben. 5 verschiedene Gilden-Kits wird es geben. Die werden am 2. November 2018 erscheinen und werden auch Ravnica-Karten der älteren Ravnica-Sätze behalten. Bin mir sehr gespannt. Lassen uns überraschen, was da drin sein wird. Wir gehen nochmal auf das Set, was im Januar 2019 erscheinen wird. Das wird Ravnicas Treue sein. Enthält interessanterweise 264 Karten, also 5 Karten größer als Gilden von Ravnica. Dazu werden die Ravnicas Treue-Gilden-Kits im Februar 2019 erscheinen. Und es wird, das hat mich ein bisschen verwundert, es wird halt, weil ich eben gesagt habe, wir wechseln
wechseln zwischen den Welten. Jetzt bleiben sie doch bei einer Welt, bleiben in Ravnica, weil im Set 3 dann das Ganze behandelt thematisch so den Endfight der Planeswalker gegen Nicol Bolas. Und das soll dann so zum absolut gigantischen Höhepunkt im dritten Set. Da wird dann so der Endfight stattfinden. Mhm. So. Und dass wir da dann thematisieren. Aber mehr Infos gibt es an der Stelle noch nicht. Was aber für die Spieler, finde ich, sehr, sehr interessant ist, dass in Dominaria, das ist noch eine wichtige Info, war es ja so, dass es zum ersten Mal die Buy-a-Box-Promo nur gab, wenn man das Display vorher gekauft hat. Es gab ja vor dem Pre-Release einen vorgezogenen Mini oder zum Pre-Release diesen Mini-Release und dann kommt hier, limitiertes Kontingent, ein Display mit der Buy-a-Box-Promo dabei, wenn man es genau an diesem Pre-Release-Termin kauft. Und das ist wohl weltweit eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe wirklich schon vermutet, dass sie sagen, wenn das läuft, dann machen wir es jetzt immer. Ne? Denn jetzt kam nämlich schon die Info, ja, bei den nächsten beiden Sets machen wir das. Das heißt, zum Hauptset 2019 werden sie es so machen. Mhm. Da gibt es dann ja zum Pre-Release auf einmal dann schon so als Vorverkauf kann man sie. Nee, zum Open House gibt es dann ja schon die Planeswalker-Decks, kann man zocken. Und zum Pre-Release danach sagen sie, du kannst jetzt schon ein limitiertes Kontingent, kannst im Hauptset 2019 Pre-Release, Display kaufen. Auch nur dann gibt es die Buy-Box-Promo. Ne? Das fördert aber natürlich den Verkauf der Stores. Also das ist schon mal wieder gut. Ja. Ne? Und das haben sie jetzt gesagt, das wird dann entsprechend beim Set danach, also bei Gilden von Ravnica, wird es auch so sein. Ne? Und ich glaube, damit werden die den Hype so richtig schön füttern, dass sie sagen, so, weil du kriegst immer noch die Buy-Box-Promo dabei. Und wenn die da irgendwas mega Fettes reinpacken, so wie zum Beispiel irgendwie im Ende des Zykluses von Ravnica, auch begrüßt dann den Bolas oder so, keine Ahnung, dann sagen sie, dann stehen sie wirklich vor der Scheibe und drohen da. Ja, dann müssen sie schon viele Displays kaufen. Ich habe eine. Die werden ja limitiert dann, müssen wir mal gucken. Aber das ist noch ein bisschen weit weg. Aber dann habt ihr erstmal für diese Woche wirklich viele Infos. Ne? Schreibt in die Kommentare, was ihr von Battleborn haltet, was ihr entsprechend zu den Nationals zu sagen habt. Wie cool, ob ihr die Caps mögt. Wir hoffen, sie gefallen euch. Ne? Da haben wir viel Begeisterung reingesetzt. Was ihr zu der Rückkehr zu Ravnica sagt, zu den Karten aus Battlebond. Ja, und von uns kommt zum Wochenende noch die Dominaria Planeswalker Deck Duel 3. Tracker Packs müssen wir nochmal endlich online bringen, ja, ne? So, dass auch noch was passiert. Decks haben wir uns auch schon ein bisschen gebaut, also bleibt dabei, es kommen genug coole Infos. Ja, von uns noch den Aufruf, abonniert den Kanal, liked die Videos, informiert Freunde und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.